Ja, ich warte hier am Bahnhof Bahnsteig in Ronnenberg auf die S-Bahn. Und wie man sieht, fährt da noch nichts. Ich hoffe, dass sich das jetzt demnächst ändert. Ah, hier sieht man mal, wie schnell die S-Bahnen auch unterwegs sein können, wenn sie wollen. Ne? Wenn sie wollen. Da sind die gar nicht mal so lahmarschig unterwegs. Hier fährt jetzt wieder eine andere an. Und fährt jetzt, setzt jetzt den Weg fort. Ja, also die S-Bahnen können schon ziemlich flott unterwegs sein. Ne? So. Ich muss jetzt hier noch ein bisschen warten. Aber ich denke mal, dass mein Zug dann auch demnächst hoffentlich kommen wird. Ne? Ja. Ne? Ansonsten, ja, hat der Bahnhof. Aha. Okay, das ist ja interessant. Da gibt es also tatsächlich tatsächlich ein etwas ungepflegtes Erscheinungsbild. Hier sieht man, ne, dass die Züge im Prinzip Richtung Haste und Hameln verkehren. Ja, also das Gleis, was jetzt hier ist, führt dann letztendlich auch nach Hameln. Das stimmt. So, wir bleiben jetzt erstmal hier stehen und warten, dass der Zug kommt. Ich hoffe, dass es auch demnächst so sein wird, dass er kommt. Ja. Die S-Bahn-Züge fahren ja immer regelmäßig und ja, wie man schon schön sehen kann, da über den Bahnübergang fahren die Autos, ne? Die Autos fahren dann drüber. Und ansonsten sind diese S-Bahn-Stationchen ja immer spartanisch eingerichtet und da ist nicht viel.